Oh nein. Wo bin ich? Oh, okay. Ich bin vor dem Maschinengeburg. Oh. Das wäre jetzt richtig, richtig übel, wenn ich irgendwo ganz woanders gewesen wäre. Nee, ich habe nicht gespeichert. Zum Glück hat er ein Autosave oder so ähnlich gemacht. Oh. Wo wäre der letzte Speicherpunkt sonst gewesen? Der aktuellste wäre der und der war noch im Vorgometer. Oh shit. Ja? Mikey! Ein Weilchen her gewesen. Ist ein Weilchen her gewesen. Das ist diese ganzen Untertitel, die sind so toll. Da ist so voller Fehler, weil der ganze Text einfach nicht mehr richtig stimmt. Er sagt schön und da stande Schdadu. What? Was sind das für Untertitel? Hat die YouTube kreiert? weil die automatischen Untertitel, die ja da auch sind, die sind ja auch teilweise totaler Blödsinn. Okay. Luke, da bist du. Dein Gesabbel machen wir mal weg. Okay. Steh auf! Steh auf, du Scheißkerl! Wehe, mir scheint, ich bin erledigt. Damit hast du wohl nicht gerechnet, dass die dunklen Seelen, die ich jetzt besitze, mir sogar noch größere Macht verleihen würden. Macht genug, dich zu besiegen! Das glaubst du vielleicht. Doch leider ist auch dies wieder nichts als ein ganz erbärmlicher Irrtum. Was zum... What the fuck? Hölle und Verdammnis! Nun wirst du sterben! Ja, das ging schnell. So endet die Welt, Michael. Nicht what the fuck, das war so unfair. Sondern mit einem Winseln. Ich mach gleich einen Speicherstand. Direkt vor dem Bosskampf. Oh, ich habe ja vor allen Dingen so gut wie fast gar keine Gesundheit, sehe ich gerade. Ich warte mal, ich hole mir mal eben irgendwie Gesundheit, vorausgesetzt ich weiß, wo es irgendwo Sachen gibt. Aber wenn ich da quasi mit weniger als meiner Hälfte da reingehe in den Bosskampf, ich glaube, das ist nicht so produktiv. Die ganzen Gegner geben nicht gerade sehr viel. Oh, sind da so ein paar? Nee. Nur ein bisschen Juju-Juice und Erdbeermarmelade. Könnte ein bisschen mehr sein. Von der Marmelade. Vor allen Dingen, warum hat der Typ eigentlich so ein vollgeschmiertes Gesicht, merke ich gerade. Das ist so dermaßen vollgeschmiert. Hat irgendjemanden das Blut ausgesaugt und ist, labert mit ganze Zeit die ganze... meine Güte. Und labert die ganze Zeit mit vollem Mund. Ich bin Briefen. Ich kann mein Mund nicht schließen. Und auch nicht runterschlucken. Deswegen spucke ich die ganze Zeit hier alles voll.
Dürfte reichen. Ist übrigens irgendwie witzig, wenn ich da in der Cutscene bin und wegen dem Hundekostüm, was ich hier anhab, einfach mein Mund sich ja nicht bewegt. Es sieht halt so aus wie ein Hund, der treu doof gerade zu seinem Herrchen guckt, kein Wort versteht, aber am Ende denkt: Toll. Geil. Leckerli? Ball? Das ist der Raum, glaube ich, ne? Yep. Nein, nicht nein. So. Luke, da bist du ja. Wobei, wie war die Taste zum Ausweichen nochmal? C, aber funktioniert nicht, wenn man rückwärts läuft. Super. Steh auf! Jaja, verwandel dich mal wieder. Ist so unfair, dass ich fast gar keinen Platz hier habe. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen soll. Guck doch nicht nach vorne. Wofür habe ich ein Schild? Sollte vielleicht nicht gedrückt halten, aber egal. Mach ich überhaupt Damage? Diesen Thron hier benutzen, um ein bisschen safe zu sein. Shit. Ah. So endet die Welt. Ja, so endet die Welt. Dass man auf den Speicher, auf dem Hauptmenü wieder zurückkommt, ist ein bisschen blöd. War das das hier? Ich glaube, das war das. Erste Phase so. Ich gehe lieber so. Das ist ein besseres Ausweichen. Gibt mir ein bisschen mehr Platz zwischen mir und dem. Steh auf. Okay, zweite Phase versuche ich. Das ist so. Diesmal nicht gedrückt halten. Dieses Ding sieht sowas so strange aus. Ich weiß gar nicht, ob was ich gucke hier eigentlich. Au. Mist, keine Munition mehr. Das ist nicht. Was? Wie? Der geht einfach mal eben durch den Tisch. Das ist ein Cheater. Warum gehen die durch den Stuhl? Habe ich gerade Tisch gesagt? Nein! Shit!
So endet die Welt. Oh ja, so endet die Welt und auch die Pizzabeilagen. Es fehlt nur noch, dass das Spiel einem nicht sagt, dass der unsterblich ist und du musst 120 Seelen haben. Dann fresse ich aber einen Besen. Achso, die Waffen habe ich, gut. Luke, da bist du ja. Was machst du? Okay, diesmal ein bisschen mehr Gesundheit. Ich meine, er blutet, also muss es Damage kriegen. Au, schönen Dank für den Laser. Schön, dass du den überhaupt nicht irgendwie ankündigst. Ja, yep, sage ich ja. Der meiste Damage, den ich hier kriege, ist von diesem dämlichen Laser. Ich brauche Munition. Schon wieder. Verdammt, nicht bemerkt, dass da hinter mir was war. What? Oh, ich habe keinen Saft mehr. Ich habe keinen Saft mehr. So endet die Welt. Echt jetzt? Nicht. Wie viel Gesundheit hat der Typ? Luke, da bist du ja. Was? Vielleicht sollte ich die erste Phase anders machen. Ohne den Violator. Jetzt habe ich zwar Munition wieder verbraucht für den Typen hier, aber egal. Du und dein Dreckslaser, Mann. Ja, schönen Dank. Naja. Munition geht wieder zur Neige. Und da ist der Akku leer. Auszuweichen bringt, glaube ich, echt nicht so viel. Ach ne, warte mal, der hat unterschiedliche Geschosse, glaube ich. So endet die. Das ist doch ein bescheuerter Boss. Kaum Platz. Du weißt nicht, wie viel Leben der hat. What? Jetzt mal ohne Violator. Kann ich schon mal in die rechte Hand nehmen. Luke. Au. Au, schön. Warum macht er... Ja, klar. Ja, klar, bring mich jetzt schon um. Ausweichen ist für den Arsch. Ist hier irgendwo was zum Heilen? Nee. Steh auf! Oh Mann.
Du kannst dir echt nicht sicher sein. Macht er jetzt so einen Laser? Macht er jetzt keinen Laser? Ich brauche Munition. Ja, und Gesundheit. Und eigentlich alles andere, was mich irgendwie am Leben lässt. Hier ist was! Wie? Hier gibt's einen Boden! Oh mein Gott! Gott sei Dank! Super! Hau ab! Geh weg! Verschwinde! Lass Hundi in Ruhe! Doggo war gut! Ich hab's. Ich hab nicht von dem Hund des Nachbarn das Futter geklaut! Lass mich in Ruhe! What the fuck? Ja, schönen Dank, dass du mich wieder killst durch nichts. Irgendwas sagt mir gerade, dass der Boden hier aufgehen wird. Hat er mehrere Phasen? Ich hab keinen Saft mehr. Shit. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Arena, wo du den bekämpfen sollst. Und ich hab den die ganze Zeit da oben bekämpfen wollen. Wow, what the? So endet die Welt, Mike. Okay. Naja, gut. Wenigstens weiß man jetzt ein bisschen mehr. Da kann ich jetzt schön mit dem Violator draufkloppen. Und tschüss. Schon wesentlich besser, wenn du hier wesentlich mehr Platz hast. Ich glaube, dann brauche ich auch das Schild nicht mehr wirklich. Hängst du hier teilweise an diesen Ecken hier fest? Da fliegt was auf mich zu. Au. Was ist da drin? Oh, verdammt, da ist Gesundheit. Hallo! Oh shit, so viele Geschosse hinter mir. Gehen diese, die explodieren gar nicht weg? Die Gesundheit, gib her, bevor das despawnt. Ich habe das Gefühl, dass diese... Ah, shit. Dass diese anderen Geschosse gar nicht despawnen. Die explodieren. Wie hier. Despawnen die auch nicht? Doch, die despawnen.
Oh. Der Stone! Das war der einzige Fehler in deinem Plan, Legion. Durch die dunklen Seelen verfüge ich über die Macht, dich zu besiegen. Die Prophezeiung habe ich sehr wohl gelesen. Und die dunklen Seelen werden über Legion kommen. Hier hast du sie! Ich glaube, das ist der richtige Moment für einen schnellen Abgang. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten, der Wanderer zwischen den Welten, der unsterbliche Voodoo-Krieger. Als Gott zertrete ich die zuckende Visage der Schlange im Reich der Toten. Waffe in der Hand, meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend. Das Grauen, ich gebe mich ihm hin. Ich bin Doggoman. Oh Mann. Und das war jetzt wahrscheinlich alles schon eine Stunde oder zwei, vielleicht, oder vielleicht, wenn nicht sogar drei Stunden früher passiert, hätte ich Dinge gefunden gehabt. Oh Mann. Holla die Waldfee. Na gut. Also ja, das Spiel ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Selbst auch heute noch. Ist zwar altbacken, merkt man natürlich. Aber ist immer noch ein ganz gutes Spiel. Obwohl ich echt eine Karte vermisse. Die vermisse ich sowas von. Aber ist auch egal. Kann man auch ohne Karte spielen. Aber manche Sachen... Gut, das kann jetzt wahrscheinlich dadurch sein, dass ich das Spiel zum ersten Mal richtig gespielt habe. Und andere Leute... Da haben sich gedacht, theoretisch hier und da, meine Güte, sag mal, wie doof ist man, sag mal, das ist doch da, da musst du dorthin gehen, sag mal, hast du das Spiel noch nie gespielt? Nee, habe ich nicht. Von daher, deswegen, das Spiel ist wahrscheinlich ein Spiel, wo du beim 2., 3., 4., 20. Durchspielen wesentlich mehr Ahnung hast, was du eigentlich machst, als beim allerersten Mal. Beim ersten Mal spielst du so wie ich. Einfach durch die Gegend laufen. Und hoffen, dass du was findest. Und am Ende steckst du 20 Mal fest. Und hast dann ungefähr 20 Stunden Spielzeit mehr dadurch. Naja, gut. Kommt danach eigentlich noch irgendwas? Oh. Natürlich nicht. Drücke irgendeine Taste und Cutscene verschwindet. Na gut. Ja, Shadow Man. Mal gucken, was ich mache, wenn dann irgendwann Dingensbums kommt. Der Patch, wo die extra Inhalte kommen. Keine Ahnung, wie die dann auch aussehen werden. Aber falls die da noch ein bisschen was hinzufügen könnte, ist ja vielleicht früher oder später dazu kommen, dass ich das normal ein bisschen spiele, um die neuen Sachen dann zu sehen. Vorausgesetzt, mein Speicherstand funktioniert noch. Wenn der nicht funktioniert, dann... Ja. Warte ich lieber auf das Remake. Falls nämlich eins kommen sollte. Ne? Das ist immer noch die Voraussetzung. Ah, ja. Und was mache ich als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal gucken, was ich dann am Wochenende spiele. So viele Spiele sind da und zu wenig Zeit. Warum gibt es so viele Spiele? Warum will ich so viele Spiele spielen? Ah, naja, gut. Wie lange mache ich hier eigentlich gerade? 6,5 Stunden. Wie spät haben wir? 21. Oh. 21 Uhr? Gar nicht gemerkt. Ich dachte, wir hätten noch irgendwie so 7 Uhr oder so. Naja, gut. Ich mache dann hier finito. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Beziehungsweise Abend. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Spiel. Keine Ahnung, was es sein wird. Aber irgendwas wird schon sein. Und ja. Schönen Tag dann noch. Tschüssikowski.